Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder jemanden ganz speziellen bei mir, den ihr vielleicht schon aus der Vergangenheit kennt, nämlich den Max von HR Innovace. Moin. Moin, grüß dich. Wir haben heute ein neues Spiel aus eurer Schmiede, und zwar den Subway Sim Hamburg. Du sagst es schon, das ist für uns jetzt das erste Spiel in der Unreal Engine 5 und das Ganze gleich zu einem ganz anderen Thema. Bis jetzt sind wir ja bekannt für den Winterresort-Simulator, wo ihr Skigebiete spielen könnt. Heute schauen wir uns aber die Hochbahn in Hamburg an. Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Wir haben nämlich im Winterresort-Simulator schon öfters das Vergnügen gehabt und einiges vorgestellt, beziehungsweise gezeigt. Aber heute gehen wir in ein ganz neues Spiel, Subway Sim Hamburg. Der wird released werden und zwar schon ziemlich bald. Im Mai noch soll der kommen, ne? Genau, am 16. Mai ist es schon soweit. Nicht mehr lange. Ihr könnt übrigens auch schon vorbestellen im Aerosoft-Shop. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Spiel doch erstmal an. Auf jeden Fall. Gehen wir statt mal einmal rein. Ich gehe mal auf Fortsetzen. Wir haben für euch schon eine schöne Route erstellt. Das ist unser Bahnhof, unser Stadtbahnhof sozusagen. Wir sind gerade, Max, wo sind wir gerade? Also wir sind in der Station Munzburg, das ist im nördlichen Bereich der Strecke und wir sind heute im Expertenmodus unterwegs vom Subway in Hamburg, also nicht im regulären Fahrplanmodus. Deswegen müssen wir den Zug jetzt auch als erstes direkt mal aufrüsten. Dazu gibst du dir einmal mit dem Rechtsklick die Maus frei und musst dann rechts unten, da ist so ein Schloss. Rechts unten ist so ein Schloss? Ja, etwas weiter links. Genau. Da steckst du einmal den Schlüssel an und drehst nach rechts rum. Ja, nochmal anstecken und nach rechts rüberziehen. Ah, okay. Jetzt haben wir unsere U-Bahn sozusagen oder unser Subway haben wir jetzt erstmal eingeschaltet. Genau, jetzt ist der Zug aufgerüstet. Jetzt müssen wir noch die richtige Route eingeben, sprich die Zugdaten. Dazu blinkt so. Also genau rechts die Tabelle, die hatte ich dir ja vorhin schon mal gezeigt. Da sehen wir die Haltestellencodes, von wo nach wo wir fahren wollen und was wir dafür eingeben müssen. Wir wollen jetzt als erstes von Munzburg nach Barmbek fahren. Das ist links ziemlich weit unten. Und dafür haben wir als Haltestellencode die 83 für Munzburg, wo wir wegfahren, und die 85 für Barmbek, wo wir ankommen. Ja, korrekt. Das geben wir einmal hier ein. Genau, richtig. Deswegen geben wir erstmal die 83 ein und dann die aktuelle Uhrzeit, also 09:01. Ja. Und als Ziel, wir wollen nach Barmbek 85, das heißt 85 geben wir ein und die Fahrer-ID, da kannst du eine willkürliche sechsstellige Nummer eingeben. Okay. Dann machen wir einfach, Jetzt, das war einer zu viel, jetzt musst du nochmal mit Pfeil runter und wieder rauf. Warte mal, jetzt sind wir hier auf der 13, sehe ich gerade. Genau, deswegen da einmal die 8 noch, jetzt stimmt's wieder. Und okay, jetzt kannst du den grünen, genau, Eingabe. Perfekt, hat geklappt. Übrigens ein kleiner Hinweis, weil ich gerade die Tabelle rechts schon erklärt habe. Wir sind jetzt im Außenring unterwegs, deswegen haben wir die linke Spalte in der Tabelle genommen. Wenn wir in die Gegenrichtung fahren würden, müssten wir die rechte Spalte in der Tabelle nehmen. Ach so, also, alles klar. Also das ist die Fahrtrichtung. Genau, also linke Spalte, rechte Spalte. Obersten Zeile, da ist so ein sanfter Pfeil runter, das ist, wenn man die Haltestellen in der Reihenfolge von oben nach unten abfährt, dann gelten diese Zahlen kurz und in die Gegenrichtung gelten andere kurz. So, dann machen wir mal unsere Türen auf. Dafür nimmst du einfach Numpad 9. Genau, sind sie freigegeben. Wir können aber auch alle Knöpfe hier benutzen, ne? Das muss man auch dazu natürlich sagen, diese Taste. Genau. Und du kannst mal den mittleren mit den zwei Pfeilen links und rechts drücken. Das ist nämlich das zentrale Öffnen. Jetzt wurden alle Türen auch tatsächlich aufgemacht. Also freigeben heißt quasi, die Fahrgäste könnten sie öffnen, wenn sie wollen. Ja. Und zentral öffnen heißt, sie sind tatsächlich offen. Okay, also jetzt sind die Türen offen. Die Fahrgäste können einsteigen, aussteigen, je nachdem. Genau. Eine Frage, sieht man das irgendwo? Kann man das in der Kameratechnik irgendwo sehen? Du kannst mit Taste 2 in die Außenansicht springen. Ah, perfekt. Ähnlich wie es beim Winterresort-Simulator ist. Und jetzt siehst du auch tatsächlich, dass alle Türen offen sind. Ja, dann sehr schön. Lass uns doch gleich mal Türen verriegeln und abfahren. Wir blockieren bestimmt schon wieder den nächsten KI-Zug. Okay. Dafür nehmen wir mal die Taste T. Ja. Also, sorry, den Button T, der da... Ja. Okay. Genau. So, das heißt, jetzt werden die Türen geschlossen und verriegelt. Genau, und jetzt ist dieses gelbe T, was überall am Führerschein geleuchtet hat, weg. Das heißt, wir können jetzt losfahren. Okay, das heißt, wir geben einmal ein bisschen Gas. Rechts sehen wir einmal die kmh-Anzeige. Wir sehen auch die Meter bis zum nächsten Signal. Das ist eine wichtige Sache.
wir sehen auch, wie schnell wir fahren dürfen, oder? Jetzt in diesem Abschnitt. In dem Abschnitt dürfen wir jetzt 80 km/h fahren. Und dann in 420 Meter müssen wir auf 60 km/h runterbremsen. Ich würde sagen, gib am besten gleich mal Vollgas, weil man muss schon ziemlich stark hier Gas geben und bremsen, damit der Fahrplan überhaupt klappt. Ah, also man muss sich beeilen, wie man es so kennt, ne? Genau, es ist halt eine U-Bahn, es ist kein Urlaubszug. Ja, das stimmt. Okay, rechts übrigens dieser Pfeil nach oben und unten oder dieser Ball nach oben und unten ist die prozentuale Leistung vom Motor. Ich bin jetzt auf 60%. Genau, Achtung, jetzt musst du schon runterbremsen, weil wir sind schon auf 60 km/h-Bereich. Achso, da ist schon die nächste Station, also zieh mal ganz hinter. Oh, ich hoffe, das klappt noch. Max, ich bin... Oh, das sieht gut aus. Okay, vielleicht nicht ganz stoppen, wir können noch ein bisschen weiterrollen, oder? Ja. So, jetzt halten wir hier an. Genau, und jetzt siehst du auch links die Monitore, da sehen wir, wie wir am Bahnsteig stehen. Okay. Jetzt kannst du die Türen freigeben. Und wenn, nee, freigeben zuerst, also zuerst die rechte Seite anwählen. Diese? Okay. Genau. Und wenn du aufmachen. Einmal reinzoomst, dann siehst du auch, wie die Fahrgäste einsteigen. Also haben wir gerade. Perfekt. Jetzt sind schon alle drin. Aber es ist auch ein ganz cooles Feature und da kann man mal dann auch gucken, wie die Türen von alleine auf und zu gehen, wenn man jetzt nicht zentral alle öffnet. Mit T schließen wir wieder. Genau. So, sehen wir auch hier ganz schön. Türen gehen wieder zu. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt schon weiterfahren? Genau. Dann gebe ich mal direkt Gas, oder? Jawohl. Und du siehst hier schon hinter dem Signal das 5A-Symbol. Das sagt dir, du darfst ab hier 50 km/h fahren. Ah, okay. Nächster Halt, den Heide. Ein bisschen mehr Gas können wir machen. Ich muss mich gerade sehr konzentrieren, Max, muss ich ehrlich zugeben. Also, man möchte ja auch nicht zu schnell unterwegs sein und ich schalte jetzt einfach mal auf End. Wir haben 48 km/h. Das passt, ja. Ein bisschen Gas können wir noch geben und dann lassen wir hier einmal rollen. Aber es geht auch mir so, wenn wir irgendwelche Interviews führen und ich zeitgleich bremsen und also fahren und bremsen muss, es ist schwerer, als man denkt. Muss man tatsächlich sagen. Also wirklich volle Konzentration hier gerade. Wir haben ein rotes Signal in 150 Metern. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier ein bisschen abbremsen, langsam in den Bahnhof reinrollen. Ich würde sagen, da haben wir eine ganz gute Geschwindigkeit aktuell. Ja. So, gibt es jetzt hier einen Hinweis, wo ich genau anhalten soll? Ja, es gibt vorne die 6 ganz kleinen links auf der Stromschiene. Da solltest du stehen. Also kann schon, genau. Ja, jetzt kannst du dir mal in der Außenansicht anschauen. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist, glaube ich, sogar ein Tick zu vorne. Warte, die 6. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Ach, hier. Moment. Hier haben wir die 6. Hier unten, links, neben dem Bahngleis. Wir hätten noch einen Meter weiter gekonnt, aber ich glaube, das ist schon ganz gut so, oder? Ist schon ganz gut, ja. Und du kannst auch mal in die Außenperspektive gehen, während du jetzt hier die Türen freigibst mit der Taste 9, also Numpad 9. Und dann siehst du auch, wie die Fahrgäste wirklich selber sich die Türen aufmachen. Und kurz nachdem die Fahrgäste ein- bzw. ausgestiegen sind, machen sich die Türen auch wieder von alleine zu. Das eben, wenn du nicht das zentrale Öffnen machst. Ja, okay. Das heißt aber, ich muss die Türen trotzdem jetzt wieder sperren, oder? Genau. Also verriegeln musst du wieder mit der Taste T. Nachdem keine mehr offen war, ist jetzt schon alles verriegelt und du kannst schon loslegen. Okay, dann 60 km/h dürfen wir fahren in 20 Metern. Also wenn wir jetzt hier... Die A6 ist das jetzt hier auf der rechten Seite. Genau, die 6A war das. Oder 6A, genau. Das heißt, wir dürfen jetzt 60 km/h fahren. Und da würde ich sagen, beschleunigen wir hoch auf zum nächsten Bahnhof. Ich muss auch sagen, Max, also wirklich eine tolle Grafik. Also das sieht wirklich echt gut aus. Ihr seid auf der Unreal Engine 5. Ich glaube auch das erste Mal, oder? Ja, also es gibt ja auch noch gar nicht so viele Simulatoren, die Unreal Engine 5 tatsächlich ausnutzen. Also wir sind da ziemlich weit vorne dabei. Und ja, man merkt es einfach an der Grafik. Das ganz ist offen. Ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, auf jeden Fall. Achtung, jetzt auf 50 km/h runterbremsen, bitte. Ja. Und ich muss mal kurz dazu sagen, wir sind jetzt nämlich gleich in Barmbek. Man hat es an der Durchsage schon gehört, das ist unsere Endstation jetzt, weil heute fahren wir nämlich einen sogenannten Ringzug. Das heißt, nach Barmbek fahren wir weiter, nicht in Richtung Wandsbek-Gartenstadt, sondern Richtung Kellinghusenstraße. Okay. Und das ist betrieblich auch eine Besonderheit. Jetzt haben wir dann 40 km/h. 30 sogar. Schon. Genau, gleich kommt 30, das sieht man hier auf dem Signal, dass das grüne Licht und die 3 drunter signalisiert 30 km/h ab hier. Ja. Und regulär, wenn wir nach Wandsbek fahren würden, würden wir hier jetzt geradeaus fahren. Wir biegen aber jetzt links ab.
Das machen eben nur die Ringzüge. Okay. Und ihr seht jetzt eben im Subway Sim Hamburg, könnt ihr auch das 1:1 nachspielen. Das ist fantastisch. Also es ist wirklich fantastisch. Ich, wie gesagt, ich bin gerade Konzentrationslevel 100. deswegen muss ich schauen, dass ich jetzt hier auch wieder richtig anhalte. Haben wir genau, auf der links davon? Siehst du auch. Ja, jetzt kommen die, genau. Ja, und links unten siehst du auch zu kurz gefahren. Das heißt, du bist noch nicht mit dem ganzen Zug am Bahnsteig. Jetzt bist du mit dem ganzen Zug am Bahnsteig. Jetzt kannst du stehen bleiben. Oh, das war ein Ticken zu spät, aber ich denke, trotzdem passt. So, wir entriegeln wieder einmal die Türen. Genau, und weil wir jetzt in der Endstation sind, steht hier jetzt auch bitte nicht einsteigen. Das werden wir jetzt gleich ändern, weil wir wollen ja weiterfahren. Ja. Und wenn du vorne das Signal anguckst, das zeigt jetzt auch, wir würden mit 30 km/h jetzt in die Abstellung weiterfahren. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt nicht abstellen, sondern wir wollen jetzt geradeaus weiter zur Kellinghusenstraße. Deswegen meldest du uns bitte einmal im Zugfunkgerät ab. Mhm. Okay. Das war genau links unten dann. Jawohl. Das ist die Taste ab. Moment, an, ab. Okay, jetzt sind wir abgemeldet. Genau. Und jetzt melden wir uns neu an. Anmelden. Okay, perfekt. Genau. So, jetzt können wir wieder nach rechts auf die Tabelle gehen und dann erkläre ich das einmal kurz, wie das funktioniert nochmal. Weil das müsst ihr dann natürlich im Expertenmodus auch tatsächlich selber eingeben. Ist aber ein sehr großer Reiz des Spiels. Ich glaube, es ist vom Vorteil, man kann sich diese Haltestellenliste sogar ausdrucken. Ja. Ne? Also das heißt, einmal ausdrucken, genau, legt man sich hier auf Seite, auf den Tisch und dann hat man das direkt, dann muss man nicht immer rüber switchen und schauen und kann das direkt eingeben. Das ist, glaube ich, ein ganz cooles Feature. Richtig, ja. So. Genau, und wir wollen jetzt von Barmbek, das ist 67 als Start. Ja, und wir haben die aktuelle 9:10 Uhrzeit. Genau. Okay. Und wir fahren jetzt bis Schlump weiter, das heißt 73 ist das Ziel. Okay, dann einmal Eingabe und dann sollte das drin sein. Das Signal ist grün. Genau, es ist jetzt umgestellt und wenn du oben genau hinguckst, da steht jetzt nicht mehr das A, sondern da steht jetzt das K. Ja. Das heißt, wir fahren jetzt nach Kellinghusenstraße und die Weiche hat sich auch umgestellt. Das ist perfekt, das ist sensationell. Ich finde das klasse, wie das alles funktioniert. Müssen wir jetzt hier nochmal aufmachen, dass Leute einsteigen können? Nö, Türen sind weiterhin offen und wir können jetzt einfach mal verriegeln und geht schon los. Okay, dann geben wir Gas. Wir dürfen mit 40 km/h weiterfahren ab dem Signal. Das heißt, wir können schon ein bisschen Gas geben. So, ab hier dürfen wir 40 km/h fahren. Nächster Halt, Saarlandstraße. So. Links. Genau, wir haben jetzt eben schon die Ansage gehört. Jetzt geht's weiter in die Saarlandstraße. Also jetzt haben wir wirklich quasi den Linienast gewechselt und fahren die U3 wieder von Anfang an und nicht weiter nach Wandsbek. Ah ja, perfekt. Okay, wie lang ist denn das gesamte Streckennetz? Also wir können ja sozusagen eine große Runde fahren. Mhm. Und wie lang wird man ungefähr benötigen, wenn man jetzt einmal komplett das gesamte Streckennetz abfahren wollen würde? Also wenn du einmal das Netz in eine Richtung fahren willst, brauchst du 45 Minuten circa. Ja. Allerdings ist das Spiel so aufgebaut, dass du nicht quasi, wie es bei vielen Bahnsimulatoren ist, eine Fahrt von Anfangsstation zu Endstation fährst und das war's, sondern du kannst natürlich auch aus dem Zug aussteigen und dann an der Endstation wieder zurückfahren. Oder was meiner Meinung nach einfach das coolste Feature an dem Spiel ist und deswegen war es mir persönlich auch wichtig, dass wir das reinbringen, ist dieser Expertenmodus, wo du auch dir aussuchen kannst, wo du enden möchtest. Wir enden ja jetzt zum Beispiel einfach in Schlump. Muss ich hier anhalten gerade? Ja, das ist auch eine Station für uns. Okay, alles klar. Das geht sich aus. Und wenn wir dann so eine Kurzführung fahren, dann macht das auch richtig mega viel Spaß. Also dann fährst du vielleicht nur 10, 20 Minuten in eine Richtung, drehst um, fährst wieder zurück, aber das fetzt dann auch richtig. Also Max, ne? Da möchte ich jetzt mal hier ein Lob haben, ja? Ich stehe genau an der 6. Also das ist perfekt eingeparkt. Ja, das passt super. Das passt super. Okay, wir geben einmal die Türen wieder frei. Achtung, das war die falsche Seite. Oh. Dann machen wir das. Warte. Am besten gleich wieder zu mit der T. Genau, und dann nehmen wir die linke Seite, ja? Genau. So. Türen sind freigegeben, ja. Ja, jetzt müssen wir nochmal gucken. Da steht einer, warte mal, möchte der einsteigen? Mach mal zentral auf am besten. Ich glaube, der ist jetzt durcheinander gekommen, weil wir die Türen auf der falschen Seite zuerst entriegelt haben. Das heißt, also, einmal hier mit. Genau. Moment, jetzt hast du verriegelt. Nochmal links freigeben, bitte.
Ja. Achso, und hier aufmachen. Ja, genau. Genau, mit den Pfeiltasten. So, Türen sind offen. Ah, der Kollege steigt ein, die Lady steigt aus. Das passt. So. Ich denke, es sollten alle drin und draußen sein. Das bedeutet, wir machen wieder zu. Das war aufmachen. T ist zum Schließen. Ach so, T schließt und verriegelt. Ich dachte, genau. Ich muss sie erst wieder zumachen. Okay. Nee, also der Pfeil links, rechts ist nur zum zentral alle Türen öffnen und die bleiben dann auch offen. Ah ja, okay. Perfekt. Ich glaube, in dem Bahnsteig darf man immer nur 20 km/h fahren. Kann das sein? Vorschriftsgemäß laut der Hochbahn ja. Bei uns ist es aber nur in Barmbek, weil dort halt zu viel rangiert wird. Ah, okay. So, 40 km/h ist hier aktuell die Streckengeschwindigkeit. Dann locken wir das mal ein. Und rollen gemütlich einer hin, können hier ein bisschen jetzt sogar mal die Landschaft genießen, Mensch. Können ja auch mal einen Blick hinten in den Zug werfen, ob da alles in Ordnung ist. Ja, die benehmen sich alle. Sehr gut. Gibt es unvorhersehbare Sachen? Also passiert irgendwas mal während der Fahrt oder kann irgendwas passieren? Dass mal zum Beispiel eine Tür blockiert wird oder ein Fahrgast da nicht richtig ein- und aussteigt oder was auch immer? Also jetzt zu Release sollte theoretisch immer alles nach Schnürchen laufen. In der Praxis ist es so, dass dadurch, dass wir alle KI-Züge auf der gesamten Strecke simulieren, sobald man einmal irgendwie Verspätung aufgebaut hat, kann sich das aufs ganze Netz auswirken. Und dann macht das entsprechend auch bei den KI-Zügen einen sehr großen Unterschied. Also jetzt ist zum Beispiel der KI-Zug vor uns ist etwas später unterwegs, als er sein sollte. Deswegen kriegen wir jetzt gerade ein rotes Signal ab. Also sowas passiert laufend, wirklich laufend. Deswegen muss man immer auf der Hut sein, was die Signale angeht. Die Fahrgäste steigen, sag ich mal, alle brav ein und aus. Also da gibt es derzeit keine Störfälle, aber wir haben da auch einiges, sag ich mal, in Vorbereitung und an Ideen, was wir da noch so ergänzen möchten. Ja, verstehe. Okay. Gut, wir haben ein rotes Signal jetzt hier im Bahnhof, aber wir müssen ja so oder so anhalten. Von daher sollte das eigentlich weniger das Problem sein. Das heißt, wir bremsen hier mal schön langsam rein, versuchen wieder an der 6 anzuhalten. Die 6 ist übrigens ein Hinweis. Ich weiß nicht, wir hatten das vorher schon mal gesagt. Ich weiß aber nicht genau, wie wir es genau ausgeführt hatten, weil da geht es um die Länge des Zuges. Genau. So, Türen sind entriegelt theoretisch. Ich öffne die mal. Ah, ist die falsche Seite genommen. Ah, wieder die falsche Seite. Warum nimmt der immer dann die andere Seite? Dann mit T. Also Numpad 7 ist die linke Seite, Numpad 9 ist die rechte Seite. Okay, jetzt geht alles jetzt auf. Jetzt passt. Perfekt. Genau, die Länge des Zuges. Das heißt, wir haben 6 Waggons dran, glaube ich. Genau, du kannst auch mit der Taste 3 mal zum letzten Wagen. Okay, super. Bringen. Und jetzt siehst du auch, wenn du vorne bei der 6 stehen bleibst, ist der letzte auch tatsächlich garantiert im Bahnsteig. Ah, perfekt, genau. Das ist ein guter Indikator tatsächlich. So, mit T einmal wieder alles zumachen. Kannst du gar noch offen lassen, weil wir müssen sowieso warten, bis das da vorne grün wird. So. Gucken wir mal. Irgendwie ein KI-Zug hier, der macht hier massiv Verspätung. Was ist los mit dem Kollege? Wir müssen mal durchfunken, das geht so nicht. Nein. Wir warten einfach, oder? Ja, ich würde sagen, wir warten mal kurz. So. Max, wir haben das Problem behoben. Wir können weiterfahren. Ich fahre schon mal weiter und ich glaube, es ist besser, wenn du uns kurz erklärst, was das Problem war. Also vorweg, wir sind ja jetzt noch in der Beta-Phase, kurz vor Release. Jetzt gab es gerade ein kleines Hiccup mit den AI-Zügen und wir sind jetzt einmal neu gestartet für den richtigen Streckenabschnitt. Ja, genau. Also wir mussten einmal kurz resetten. Es ist tatsächlich, du hast mir auch erklärt, es ist eine schon ziemlich komplizierte Geschichte mit diesen ganzen KI-Zügen, ne? Ja, richtig. Die Besonderheit bei uns im Subway-Sim ist nämlich, dass wir tatsächlich jeden KI-Zug, der auf der ganzen U3-Linie fährt, zu jeder Zeit auch voll simulieren. Das heißt, wenn man eben irgendwo mal stecken bleibt, dann stauen sich tatsächlich auch die AI-Züge dahinter auf. Und wenn man dann weiterfährt, dauert es halt wieder seine Zeit, genauso wie in der Realität, bis der Takt wieder hergestellt ist. Ja, okay. Also das ist, ja, ich glaube, dass das eine sehr, sehr komplexe Sache ist. So, jetzt habe ich aber hier wirklich spät gebremst, aber ich hatte den richtigen Riecher. Ja, fast. Nein, komm, es war noch ganz gut. So, wir geben wieder die linke Seite frei.
Genau. Da steht zu kurz gefahren. Was? Was? Moment. Wo ist das dann Schild? Dann stimmt da die Tafel unter Umständen nicht. Das ist auch noch so ein Thema. Ah, okay. Wir haben 60 von den Tafeln aufgestellt insgesamt. Und alle 60 zu testen, ist auch ein ziemlich großes Projekt. Die Kollegen hier wollen nicht einsteigen, so richtig? Oder? Moment, offen ist. Ja, sind vielleicht am nächsten Zug interessiert. Ich wollte es gerade sagen. Weiß man nicht. Wer nicht mitfahren will, der muss stehen bleiben, ist ja ganz einfach. Tür zu und weiter geht das. Jawohl. So. Okay, wir fahren weiter zum nächsten Bahnsteig. Ich habe komplett die Übersicht verloren, wo wir überhaupt gerade sind. Wir sind jetzt gerade bei der Sirichstraße rausgefahren und als nächstes sind wir dann in der Kellinghusenstraße. Ah, okay. Jetzt hat er es auch gesagt, Kellinghusenstraße. Okay. Genau, die Ansage kommt immer 30 Meter, nachdem du aus der vorherigen Station ausgefahren bist. Ja. Und übrigens ausgelöst von der Türfreigabe, das heißt, wenn du die Türen nicht richtig auf und zu machst, dann funktioniert auch die Haltestellenansage nicht. Ah, okay, verstehe. Achtung, 50 km/h. Ich habe da 30 Meter, Max. Da jetzt nicht mehr. So, jetzt. Aber komm, 51, das passt ganz gut. Können wir rollen lassen. Es ist, man merkt die Physik vom Zug ganz gut, weil wenn man bergab fährt, merkt man, man muss leicht bremsen, weil man sonst einfach zu schnell wird. Und wenn man bergauf fährt, muss man eben auch wieder ein bisschen Gas geben, sonst wird der Zug zu langsam. Also man hat schon gut zu tun hier am Steuerhebel. Absolut, ja. So, oh, wir müssen noch eine ganze Ecke davon, da kommen die Schilder erst. Die Station ist lang. Krass. 3, 4. Okay. So, da stehen wir einmal. Dann linke Seite. Einmal freigeben. Öffnen. Ah, guck mal jetzt hier. Die wollen auf jeden Fall mitfahren. Die wissen, was ein guter Zug ist. Eine gute U-Bahn. Okay. Türen sind wieder zu, sind wieder verriegelt. Ich gebe wieder Gas und wir fahren weiter zur nächsten Station. Durchsage wird gleich kommen, denke ich. Genau. Okay. Was haben wir denn hier an der Seite überhaupt noch? Oh, warte, jetzt kommt die Durchsage. Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Ausstieg links, Eppendorfer Baum. Was haben wir hier an der Seite noch für... Oh. Ich habe eine Hupe. Ja, übrigens eine originale Tonaufnahme von der originalen DT5-Hupe klingt tatsächlich so witzig. Ich wollte gerade sagen, das ist schon... Boah. Ja gut, was haben wir hier sonst noch? Wir können doch Durchsagen machen wahrscheinlich. Genau, du kannst einfach mal eine Durchsage probieren, ob die bei dir klappt. Okay. Einfach Knöpfchen drücken und... sagen, was du deinen Fahrgästen mitteilen möchtest. Also am besten den mittleren von den drei Durchsagenknöpfen. Hier, wo ich drauf bin, oder? Der, wo, also links der mittlere, ja? Oh, jetzt, warte mal, jetzt wird es zu viel. Ich muss hier anhalten. Ja, machen wir mal eins nach dem anderen. Genau, links. Dann gehen wir die Türen frei. Direkt über dem zentralen Öffnen-Taster. Das ist der für die Innendurchsage. Da darfst du einmal draufdrücken, um was zu sagen. Ach, hier. Genau. Muss ich gedrückt halten? Gedrückt halten, kurz was einsprechen, dann soll es klappen. Meine lieben Fahrgäste, ich begrüße Sie hier beim Hamburger Subway Simulator. Heute mit mir an Bord der Max. Ja, wir haben einen besonderen Fahrgast. Unsere Endstation wird... was ist unsere Endstation, Max? Schlump. Schlump. Unsere Endstation wird heute Schlump sein. Ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Aufenthalt. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Besuchen Sie gerne unser Bot-Restaurant, was leider aktuell noch nicht angekoppelt ist, aber demnächst kommen wird. Und in diesem Sinne, ja, ein schönes Wochenende. Oh, es hat Bumm gemacht. Ich glaube, die Durchsage ging durch. Perfekt. War die gut, Max? Ich glaube, die war nicht so gut, oder? Was sagt man so? Oder sagt man einfach so... Hinsetzen da hinten und kippe aus! Ich glaube, das sind eher so die U-Bahn-Durchsagen, oder? Ich weiß es nicht. Na, meistens ist es für Störungen, wenn die Linie in einem bestimmten Streckenabschnitt gesperrt ist, dass man dann nochmal... Ah, okay, verstehe. ...das den Fahrgästen mitteilt, dass sie Bescheid wissen. Dann war ich weit weg davon, glaube. Gut, wir dürfen 80 fahren. Dann würde ich sagen, gebt mal einmal richtig Vollgas. Was schafft der Zug, Max? 80.
Ach, der ist tatsächlich bei 80 ist Feierabend. Ja, ist ja ein U-Bahn-Zug, also bei der U-Bahn brauchst du nicht viel Tempo, da brauchst du eher gute Beschleunigung. Also leistungsmäßig im Verhältnis zum Gewicht ist er sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist die Stärke von einem U-Bahn-Zug. Dieses extrem schnelle, dieses extrem immer anfahren, abbremsen, das ist Wahnsinn, ne? Wenn man überlegt, wie groß so ein Zug ist, wie viel der wiegt, ist das schon beachtlich, ne? Ja. Aber funktioniert ja rein elektrisch, oder? Ja, genau. Also U-Bahn fährt de facto überall auf der Welt immer elektrisch, weil es einfach das Einzige ist, wo du diese Leistung und dieses Drehmoment mit dem Gewicht hinbekommst. Ja. Ist eigentlich, wie ist dieses Antriebskonzept? Ich denke, ihr habt euch ja damit bestimmt auch befasst. Werden alle Räder angetrieben oder gibt es da auch einen Triebwagen, der sozusagen alles zieht? Also beim DT5 werden tatsächlich alle Räder angetrieben. Ah, interessant. Okay, das ist wirklich interessant, finde ich. Also es hat jede Achse sozusagen einen eigenen Motor. Ja, genau. Braucht man aber auch einfach, weil sonst kriegst du die Beschleunigung, die der hat, nicht hin. Also im Spiel merkt man die Beschleunigung jetzt nicht ganz so krass wie in der Realität, aber in der Realität, wenn der Gas gibt, dann muss er dich schon festhalten, dass du nicht umfliegst. Absolut. Also ich bin ja selber schon, ich glaube, jeder ist schon mal U-Bahn irgendwo gefahren und wenn die da mal richtig Gas geben, weil die in Eile sind, dann das zieht schon ganz schön an. Ich glaube auch, man bekommt... Oh, Endhaltestelle? Jawohl. Ah, perfekt. Ich glaube, man bekommt sonst den, kriegt auch sonst große Probleme mit dem Schlupf, wenn nur ein Wagen jetzt angetrieben wäre. Genau, richtig. So, Achtung, wir enden jetzt in Schlump, wir sind im Expertenmodus unterwegs und deswegen stellt uns die Leitstelle in Schlump nicht auf den planmäßigen Bahnsteig, sondern auf den mittleren von den drei. Okay. Und daher haben wir in 200 Metern dann das Einfahrsignal nur noch mit 30 km/h, weil die Weiche ist mit einem engen Bogenradius und daher entsprechend langsam zu befahren. Ah ja, verstehe. Wenn du dann ins Signal ranzoomst, sieht man nämlich auch die 3, wie sie wieder drunter leuchtet. Ähnlich wie wir das in Barmbek schon gesehen haben. Ja, das sieht auch wirklich, also grafisch gefällt mir das echt gut, muss ich wirklich sagen. Toll, wirklich toll. Dankeschön. So. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört, bei uns rückt gerade die Feuerwehr aus. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber die ist halt genau gegenüber. Gut, wir rollen hier ganz gemütlich mit 28 km/h rein. Wechseln jetzt auf das mittlere Gleis, wie ich sehe. Genau, das ist eben das, wie ich angekündigt hatte. Normalerweise würde man am rechten Bahnsteig langfahren, wenn man jetzt einen Linienzug fährt. Aber weil wir hier enden, stellt er uns auf das mittlere Gleis. Und das über die Weiche, die man jetzt gerade sieht, könnten wir dann zum Beispiel auch in die Gegenrichtung weiterfahren. Okay. Also wir könnten umdrehen und von Schlump wieder nach Barmbek zurückfahren. Und man kann auch eine Kurzführung eben auf dem Stück zum Beispiel simulieren. So, die 6 ist ganz... Ach nee, die ist schon hier. Stopp. Da habe ich mal eine Frage. Ist denn... warte, wir geben erstmal frei ganz kurz. Weil wir sind ja in der Endhaltestelle. Genau, du kannst auch gerne rechts nochmal am Bildschirm durchsagen, dass wir in der Endhaltestelle sind. Dass die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Okay. Also du kannst es da machen, aber du kannst auch rechts die vorgefertigte Ansage nehmen. Ach so, rechts, warte, ach hier? Nee, am rechten Bildschirm tatsächlich. Der ist nämlich auch voll funktionsfähig, wenn du da ein bisschen reinzoomst. Der rechte Bildschirm, ach so, hier, ja. Gibt's die Ansage Endhaltestelle. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. The train terminates here. All change, please. Sogar auf Englisch, ja bitte. Sehr gut. Genau. Endhaltestelle erreicht, alle bitte aussteigen, war die Durchsage. Und wie würde es jetzt theoretisch weiter... Ach so, wir können hier weiterfahren. Hier ist ja nicht Schluss, ne? Also da geht es ja in den Tunnel jetzt und dann kommt man eben zur weiteren Strecke. Genau, also du kannst natürlich jetzt... du könntest von hier weg eine neue Zugnummer eingeben und mit einer neuen Zugnummer vorwärts weiterfahren. Ja. Du könntest eine Zugnummer eingeben für einen Leerzug, also für eine Leerfahrt. Das heißt, du würdest zum Beispiel ab hier ohne Fahrgäste weiterfahren, zum Beispiel ins Depot. Oder du kannst... wirklich aussteigen, so wie du das hier jetzt machst, und ans hintere Ende vom Zug laufen und hinten wieder aufrüsten und eine neue Zugnummer eingeben und in die Gegenrichtung weiterfahren. Ah, also im Expertenmodus hast du da wirklich die freie Wahl, was du machen möchtest. Guten Tag. Ja.
Guten Tag, ich hoffe, war eine angenehme Fahrt, meine Lieben. Der nächste Zug kommt gleich. Sehr gut. Also wir können jetzt einfach hier einsteigen und könnten theoretisch wieder zurückfahren. Das ist eben der Vorteil vom Expertenmodus. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Max, ich habe mir jetzt erstmal eine Kaffeepause verdient. Ja, hier nach der anstrengenden Fahrt. Das war meine allererste U-Bahn-Fahrt oder Zugfahrt. Und ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß. Es ist sehr umfangreich. Man kann alle Knöpfe, alle Schalter bedienen. Ich finde das super spannend. Ich bin auch beeindruckt, in welcher Zeit ihr das Ganze wieder auf die Beine gestellt habt. Weil ihr habt das ja am Ende neben dem Winterressort-Simulator gemacht, oder? Weil da lief ja zeitgleich auch noch ein paar Sachen. Genau. Und habt dann einfach mal hier noch ein Spiel rausgekloppt. Wie lange habt ihr entwickelt, wenn ich jetzt fragen darf? Entwicklungszeit circa 1,5 Jahre waren es jetzt für den Titel. Okay, und Preis wäre noch interessant, wenn das Ganze jetzt erscheint. Was wird's kosten? Regulärer Preis ist 35 € für den Titel. Allerdings für alle, die sich schnell entscheiden wollen, man kann schon vorbestellen, wie gesagt, im Aerosoft-Shop. Und da gibt es auch einen entsprechenden Rabatt. Okay, perfekt. Den werde ich euch nämlich verlinken unten in der Videobeschreibung. Da braucht ihr einfach nur dort nachschauen. Da könnt ihr euch noch den Rabatt sichern. Wer Interesse hat, schaut euch das Ganze gerne an. Ich muss auch sagen, immer wieder ein Fest, Max, mit dir. Und immer wieder gerne. Und von daher würden wir uns jetzt verabschieden. Lasst das Däumchen da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Bis dahin. Ciao, ciao.